Herzlich willkommen zu unserer Andacht. Ich begrüße unsere Glaubensgeschwister aus der Gemeinde Halle. Ich begrüße auch diejenigen, die per Telefon heute angeschlossen sind. Ein herzliches Willkommen auch denen, die zu unserer Gemeinde, zu unserer Kirche gehören, vielleicht heute hier zuschauen und seit langem nicht die Schwelle zu ihrer Gemeinde überschritten haben. Der Verweis darauf ist nicht ein erhobener Zeigefinger mit dem Blick auf das Fehlen, sondern der Ausdruck dessen, dass wir uns freuen würden, euch wiederzusehen, eine Gemeinschaft zu haben. Ich begrüße aber auch diejenigen, die vielleicht eher zufällig dieses Angebot heute wahrnehmen und das erste Mal von dieser geistlichen Speise probieren. Das Motto unserer heutigen Andacht ist: Es ist angerichtet. Ich möchte Sie einladen, Platz zu nehmen am Tisch des Herrn, von dieser Speise zu probieren, die vielleicht noch ungewohnt ist. Man hat vielleicht schon was davon gehört, auch von diesem geistlichen Angebot in seiner Stadt, aber man kennt es nicht. Vielleicht ist das sein erster Schritt, sich näher zu kommen. Sie dürfen es gern als eine Einladung verstehen. Ich möchte uns nun einladen, teilzuhaben an dieser Andacht. Wir sind hier in unserer Kirche und vielleicht ist es manchem schon schwer gefallen, den Schritt über die Schwelle eines Gotteshauses zu vollziehen, aus welchen Gründen auch immer. Die Einladung Jesu Christi gilt jedem, uneingeschränkt. Komm so, wie du bist, nach deinem Verlangen. Um das symbolisch zu unterstützen, um Schwellen abzubauen, werde ich der Form weniger Wert beimessen und Jackett und Krawatte ablegen. Und im Übrigen, ich glaube, am Tisch des Herrn gibt es keinen Dresscode. Ich möchte unsere Andacht mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater, in Dankbarkeit kommen wir zu dir. In Dankbarkeit dafür, dass wir deine Kinder sind, dass wir uns an dich wenden können, selbst da, wo wir dich neu entdecken, nach dir fragen, nach dir suchen. Du lässt einem jeden diese Tür offen, sich an dich zu wenden. Und das lass auch in uns Trost und Hoffnung immer wieder neu hervorrufen. Auch aus der Erfahrung, die wir mit dir gemacht haben, in deiner Begleitung, deiner Hilfe und deinem Segen, dafür danken wir dir. Wir danken für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen, auch in diesen besonderen Zeiten. Wir danken für die Gaben an Schwester und Bruder, an Gaben unserer Gemeinde, in unserer Kirche. Lass uns in deinem Sinn und Geist dir dienen, lieber Vater, mit diesen Gaben. So bitten wir auch für die, die uns nahe sind, derer wir jetzt gedenken, in der Vielfalt der Sorgen, die wir wahrnehmen, den Anfechtungen dieser Zeit, den ungelösten Fragen des Lebens. Lass uns in Geduld auf dein Handeln harren können und in dieser Zeit durch unser Wesen, durch unser Handeln, durch unser Glaubensbekenntnis als deine Kinder offenbar werden. Bitte hilf, sei auch am Abend hier mit uns. Lass uns aus diesem geistlichen Impuls etwas mitnehmen können für den Alltag. Stärke und tröste uns einen jeden in seiner Situation täglich wieder neu. Das erbitten wir um deines Sohnes Jesu willen. Amen. Ihr lieben Geschwister, für diese Andacht ist uns ein Bibelwort gegeben. Es ist ausgesucht, es steht im Matthäus 11, Vers 28, wo es heißt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Überschrieben ist dieser Abschnitt der Heiligen Schrift mit Jesu Lobpreis und Heilsruf. In den Versen zuvor lesen wir davon, dass ihm von seinem Vater alles übergeben ist, dass er seinen Vater kennt und der Vater ihn kennt. Und dass er es allem zuteil werden lässt, wie er will. Und dass es manchem Weisen und Klugen verborgen ist. Und wenn man das so liest, könnte man denken, grenzt das jemanden aus? Das wohl nicht. Es grenzt sich nur der selbst aus, der sich diesen Worten, der sich Jesus Christus nicht nähern will. Er selbst verschließt niemanden diesen Weg.
Im Vers 19 lesen wir, der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, und sie sagen, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Ja, er ist ein wahrer Freund eines jeden Menschen, einer jeden Seele, und daran hat man ihn auch verkannt, weil er sich eben diesen unterdrückten, ausgegrenzten, Verstoßenen zuwandte, ihnen seine Liebe zuteil werden ließ. Und dieses Angebot damals, das gilt auch heute. Er möchte dir seinen Tisch bereiten, dir dienen, dich trösten, dich nähren und stärken. Vielleicht ist auch manchmal schon an uns diese Frage gerichtet worden, mit wem gibst du dich denn ab? So wie man auch Jesus Christus diesen Vorwurf machte. Aber auch das ist Teil der Gemeinschaft, Teil dieser Liebe, die aus dem Glauben hervorgeht, dass man jedem dieser Teilhabe an der Gemeinschaft mit Jesus Christus zugesteht, auch wenn wir selbst unsere Zweifel haben, ob es denn angemessen wäre für sie oder ihn, ob er denn überhaupt hineinpasst in meine Gemeinschaft. Das wäre ausgrenzend. Das wäre auch nicht im Sinne Jesu. Was macht nun Gemeinschaft für mich aus? Freundschaft, Unterstützung, Hilfe? Was ist es noch? Wir haben diese Frage einigen Glaubensgeschwistern aus unserer Gemeinde gestellt. Was bedeutet Gemeinde für dich? Und Glaube im Alltag, wie geht das heutzutage? Das ist wohl auch eine Herausforderung, der wir uns jeden Tag stellen müssen. Und ich erinnere mich an einige Worte von Apostel Falk, wo er sinngemäß sagte, Kirche ist für viele etwas, was an früher erinnert, an unschöne Zeiten, und es ist etwas, was Zukünftiges im Bilde hat, wo ich mich dem nicht nähern kann. Aber spannend ist, was heute stattfindet. Wie lebt man heute seinen Glauben? Dazu wollen wir das eine oder andere hören, was die Geschwister dazu gesagt haben. Vermutlich, weil mein Umfeld, meine Familie den Glauben trägt und ihn lebt und ich in dem Umfeld aufgewachsen bin. Warum genau? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich dieses Gefühl habe oder diesen Moment, was ich Glauben nenne, an das, was Gott tut, was eine Kraft tut, die nicht menschlich sein kann. Mit der Jugendzeit und dem Erwachsenwerden in der damit verbundenen eigenen Verantwortung und der Pflichtenübernahme in Familie und Beruf begann die eigentliche Glaubenszeit. Die war nicht frei von Fragen und Rückschlägen, hatte aber auch freudige, positive, bewahrende Elemente. Ich stand zum Glück nie vor der Frage, wenn du dieses oder jenes werden willst, dann musst du deinen Glauben verlassen oder vernachlässigen. Es waren bis zu meinem 40. Lebensjahr damals andere politische Verhältnisse. Aber deswegen haben wir uns nicht als Glaubenshelden oder als Opfer des Glaubens gefühlt. Wir kamen damit zurecht. Der Glaube, das Vertrauen an und in Gott und seinen Sohn und den Heiligen Geist und das, was uns als Christen gesagt wurde und uns ausmacht, hat mich zum Glück nie verlassen. Und wenn es einmal schwierig wurde, dann stand da auch ein bisschen Sturheit. Jetzt erst recht. Ich glaube an Gott, weil ich ihn schon in so vieler Hinsicht erlebt habe. Ich hatte schon so viele tolle Glaubenserlebnisse, die mich einfach geprägt haben, wo man gemerkt hat, dass es ihn einfach gibt. Ich glaube, weil meine Eltern mich im Glauben erzogen haben, aber mittlerweile konnte ich mich selber von meinem Glauben überzeugen durch besondere Erlebnisse, die ich einfach nur als ein Wunder beschreiben kann. Ich glaube, weil ich glauben will. Ich denke, dass Glaube eine tägliche Entscheidung ist. Und außerdem denke ich, dass alles um uns herum ein Wunder ist, auch wir selber. Und ich bin überzeugt davon, dass das alles nicht aus Zufall entstanden sein kann. Gemeinde ist für mich ein Stück Heimat, ein Stück Familie.
und Geborgenheit. Ich komme total gern in die Kirche, einfach auch, um meine Freunde und Bekannte zu sehen, die einem so im Laufe der Zeit immer mehr ans Herz gewachsen sind. Und ja, es ist einfach so ein Stück nach Hause kommen. Gemeinde bedeutet für mich Rückhalt, Gemeinschaft, Freundschaft und dass viele Gaben eins werden. Gemeinde bedeutet für mich, dass man immer jemanden hat, zu dem man gehen kann, wenn es einem nicht so gut geht, aber auch, dass man für die anderen alle da ist, wenn man merkt, jemand braucht Hilfe oder man um Hilfe gebeten wird. Und ich persönlich hatte auch schon sehr viele schöne Erlebnisse mit meiner Gemeinde und freue mich auf weitere. Mit der Gemeinde ist es bei mir wie mit dem Glauben. Schon als Kind kenne ich Gemeinde, als Kreis von lieben, meist wohlwollenden, guten Menschen. Ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden. Andere Freundschaften haben sich verloren, zu anderen ist erst gar keine entstanden. Aber immer hatte ich jemanden, zu dem ich kommen konnte, neben meinen Eltern, mit Fragen und Sorgen. Und ich hatte manche Fragen, sei es zu beruflichen Dingen, zu schulischen Dingen. Nicht immer haben mir die Antworten gefallen, nicht immer habe ich die Ratschläge befolgt. Aber immer hatte ich das Gefühl, die Gemeinde, die Mitglieder, wir sagen Schwestern und Brüder, ist und sind wie eine Familie. Man kann sich auf sie verlassen, man kann sich auf sie besinnen und sich zu ihnen zurückziehen. Gemeinde bedeutet für mich Zusammenhalt, Wohlfühlen, Freunde treffen, für andere da sein, Gott in der Gemeinschaft erleben. Es sind Antworten, die nicht leicht sind. Versuchen wir es einmal selbst, uns auf diese Fragen Antworten zu geben, was Glaube heute für mich bedeutet, wie ich ihn lebe, was Gemeinschaft für mich bedeutet. Und wir werden vielleicht erstaunt sein, dass wir doch einige Zeit brauchen, um Worte zu formulieren und auszusprechen. Im Anschluss hören wir ein Musikstück von Michael Schütz, Community heißt es, ein Orgelstück, übersetzt Gemeinschaft. Das Musikstück selber hat keinen Text. Aber vielleicht ist das gerade die Gelegenheit, einmal innezuhalten, zu überlegen, was bedeutet Gemeinschaft für mich? Vielleicht auch seiner Verantwortung, sich gewahr zu werden, wo kann ich mich einbringen, wo kann ich ihr dienen? Auch das macht Gemeinschaft aus. Wo sehe ich das Gute? Nicht, dass wir nur die Kritik hochhalten, die vielleicht auch manchmal berechtigt ist, aber dass wir das Gute wertschätzen, uns daran erinnern. Uns daran erinnern, dass die Einladung auch an uns ausgesprochen ist. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken.
Man könnte sich nur die Frage stellen, vielleicht gerade als Außenstehender, der vielleicht heute das erste Mal Kontakt mit unserer Kirche hat, was bietet mir diese Gemeinschaft, was bietet mir Jesus Christus, was habe ich davon? Was bietet er mir an seinem Tisch an, an seinem geistlichen Buffet? Im Psalm 23, Vers 5 lesen wir, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Dabei geht es nicht darum, etwas gegen jemanden aufzustellen, vorzubereiten, sondern für jemanden, nämlich für dich. Er bietet uns seine Liebe an, er bietet sie dir an, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Diese Liebe, auf die verweist er auch im Johannesevangelium. Ich darf noch einmal zitieren. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesu Handeln war nicht nur eine Reaktion aus moralischen Gründen oder aus Zuwendung, weil er Sympathie für jemanden empfing. Es war weitaus mehr. Er überwand Tod und Sünde in ihrer endgültigen Auswirkung. Wie schön ist es schon hier in unserer Zeit, wenn wir Freunde haben, auf die wir uns verlassen können, wenn wir wissen, sie sprechen für uns. Auch in Erwartung von Widerständen. Sie kämpfen für uns, sie treten für uns ein. Das beruhigt, das schenkt Sicherheit. Und man weiß sich auch in gewisser Weise geborgen in einer Gemeinschaft. Jesus Christus ist solch ein Fürsprecher für dich und für mich. Trotz unserer Verfehlung vertritt er uns, tritt für uns ein, hat sein Leben für uns hingegeben. Der aufmerksame Bibelleser wird festgestellt haben, dass ich vorhin den 14. Vers nicht komplett zitiert habe. Es heißt dort, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Nun könnte man als Außenstehender denken, aha, da ist der Haken. Ich muss also wieder das tun, was man mir sagt. Aber wenn man liebt, wenn man geliebt wird, dann tut man gerne, was dem anderen wohltut, was ihm dienlich ist. Und auf dieser geistlichen Ebene lasst uns dieses Wort auch empfinden und aufnehmen. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Dass wir das gern tun, was Jesus Christus von uns erwartet. Seine Gebote halten, in der Nachfolge stehen, im Aufschauen, Nächstenliebe üben. So als seine Kinder in der heutigen Zeit offenbar werden und ein lebendiges Zeugnis ablegen, einen lesbaren Brief Christi darstellen. Das soll Inhalt dieser Aussage sein. Ja, natürlich, wer setzt sich nicht gern an einen gedeckten Tisch? Aber so ist auch die Liebe keine Einbahnstraße. Sie wünscht sich Erwiderung. Sowohl im Menschlichen als auch im Geistlichen. Sie fordert uns auch, aber es ist nie ein Verlust, wo wir dem Herrn dienen, wo wir aus Liebe etwas tun und handeln, weil uns etwas wiedergegeben wird. Weil Jesus Christus sich dazu bekennt, wenn wir uns zu ihm bekennen. Was hat er getan? Er gab sein Leben. Ich möchte nur einen Punkt aufgreifen. So wie er Tod und Sünde überwunden hat, darf es unser Bemühen sein, immer wieder neu Anschlagspunkte der Sünde zu überwinden, sie zu beseitigen, dass wir für sie weniger angreifbar werden. Ganz einfach im Alltag seinen Glauben leben, ganz einfach. Das hört sich einfach an, aber so einfach ist es sicherlich nicht. Jeder von uns hat da wohl schon seine Erfahrung gemacht. Und vielleicht wurden auch ihnen schon Fragen gestellt, warum glaubst du? Wie geht das heute eigentlich so im Leben? Was versteht man eigentlich unter Beten? Für uns alltägliche Dinge, mit denen manch anderer nicht viel anzufangen weiß. Und da ist es vielleicht die Antwort, die wir suchen müssen, auch nicht ganz einfach, sie zu formulieren. Eine Antwort kann unser Leben sein, wie wir tagtäglich unser Christsein offenbar werden lassen. Dabei ist das kein Auftrag, Leistung zu bringen. Glauben hat nichts mit Leistung zu tun. Es ist unser Bemühen, aus der Liebe dem Herrn ähnlicher zu werden, ihm zu dienen.
In Vers 29 und 30 lesen wir: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch, das er uns auferlegt, das hilft beim Tragen der alltäglichen Last. Nach den kurzen Einspielungen, die wir jetzt sehen werden, folgt ein uns wohl allen bekanntes Lied. Den Glauben in mein Alltagsleben zu integrieren, ist für mich nicht immer ganz einfach. Gerade wenn ich zum Beispiel an die Arbeit denke und dort in den Gesprächen bin und Entscheidungen treffen soll, die vielleicht mit dem Glauben nicht ganz so konform sind, dann merke ich, welche Perspektiven es gibt. Die eine, einfach das Erwartete zu tun, und die andere, mal zu widersprechen und zu sagen, da kann ich nicht mitgehen. Das ist nicht einfach, und diese Ehrlichkeit, so habe ich die Erfahrung gemacht, wird in meinem Umfeld aber geschätzt. Der Glaube im Alltag geht manchmal so ein bisschen unter irgendwie. So empfinde ich das, dass man halt irgendwie immer selber aufpassen muss, den für sich immer hochzuhalten und sich darauf so wieder so ein Stück zu besinnen und einfach in den kleinen alltäglichen Dingen, die einem passieren, ob man jetzt irgendwie mal besonderen Engelschutz gespürt hat, also dass man das Gefühl hatte, oh, hier hat jemand besonders dolle gerade auf mich aufgepasst. Das sind so die kleinen Erlebnisse, die man versuchen muss, ich glaube ich, so ein Stück hochzuhalten, dass es nicht so untergeht. Heutzutage ist ein Glaube zum Glück gar kein Problem mehr, und ich persönlich wurde auch noch nie deswegen ausgegrenzt, und ich habe mich immer direkt zu meinem Glauben bekannt und habe gesagt, dass ich gläubig bin und schäme mich nicht dafür und bin froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Wenn ich mit meinen 70 Lebensjahren auf den Glauben im Alltag zurückschaue, so nehme ich schon einen Unterschied wahr zwischen früher und heute. Der Glaube in jungen Jahren war geprägt von den Einflüssen der Umgebung, den Eltern, den Verantwortlichen in der Gemeinde, den mehr oder weniger strengen Regeln der Kirche. Heute, so meine ich, ist Glaube etwas freier, die Hinwendung zu Gott, zu Jesus Christus als Vorbild im Leben und Verhalten, zum Heiligen Geist als treibende Kraft, ist persönlicher, eigenverantwortlicher. Es ist nicht mehr ausschlaggebend, was mein Priester und mein Vorsteher von meinem konformen Glauben halten, sondern ob ich authentisch bin, ob ich so handle, wie ich rede, so lebe, wie ich zu glauben vorgebe. Meine Einstellung dazu ist, Glauben muss Freude bereiten. Letztendlich beschreibt der Glaube eine Beziehung. In dem Fall mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und jede gute Beziehung braucht Pflege, davon bin ich überzeugt, wenn sie weiter bestehen möchte. Und ich finde, dafür reicht es auch nicht, dass wir sonntags den Gottesdienst besuchen, sondern es braucht auch im Alltag Zeit und intensive und persönliche Momente mit Gott. Beten. Das kann das Ritual am Morgen, am Abend oder vor dem Essen sein, bei dem man die Hände faltet und die Augen zumacht und gewohnte Worte spricht. Das kann aber auch mitten am Tag sein, ein kurzes Herr hilf oder ein Danke, dass du mir geholfen hast oder ein Halleluja. Beten wird oft als Zwiegespräch mit Gott oder als Atmen der Seele bezeichnet. Beten und Anbeten gibt es in jeder Religion. Selbst die Atheisten beten bestimmte Dinge an. Für mich ist Beten immer auch innerlich ruhiger werden, sich sammeln und nachdenken. Es ist auch ein Unterschied, ob ich mit anderen in einer Gemeinschaft bete, in einer Gruppe, laut
oder ob ich mein Gebet still spreche. Wenn wir in einer Gemeinschaft, zum Beispiel im Gottesdienst, beten, bin ich für kurze, prägnante Gebete. Man sollte dabei auch an die denken, die nicht so lange stehen können, die Rücken haben. Schon als Kind hatte ich Probleme beim Knien beten, wenn in der Last der Länge die Beine einschlieben und bei dem Unwohlsein, was eintrat, die Worte ohne Wirkung vorüberrauschten. Bete ich aber still für mich, dann kommen schon oft einige Minuten zusammen. Sicher, ich kenne die empfohlene Reihenfolge als Lobpreis, Dank und Bitte und Fürbitte. Bei mir folgen auf relativ kurze Momente des Lobes, Preises und Dank ein viel längerer Abschnitt der Bitte und besonders der Fürbitte. Da wird auch einzelner Personen oder Familien namentlich gedacht, seien es Kinder, Verwandte, Gemeindemitglieder, Verantwortliche der Kirche, Arbeitskollegen, Bedürftige, Flüchtlinge oder andere Notleidende. Der Frieden in der Welt ist nicht zu vergessen und anderes mehr. Beten bedeutet für mich, mit Gott zu telefonieren und ihm im Gebet Sachen anzuvertrauen, über die man mit seinen Mitmenschen vielleicht nicht ganz offen reden kann, weil sie einem zu privat sind oder noch zu neu für einen sind. Wenn man so über das Beten nachdenkt, dann ist es eigentlich total faszinierend, dass Gott eigentlich jeden von uns hört. Egal wo wir sind, egal wie viele Leute auf der Welt gerade sich an ihn wenden und mit ihm beten, also mit ihm sprechen, ihn anrufen, so hat es meine Mama mir immer so versucht zu erklären. Das finde ich total faszinierend, dass er einfach für jeden sozusagen ein offenes Ohr hat und du einfach immer weißt, dass du mit jedem Scheiß, der dich bedrückt, zu ihm kommen kannst und eigentlich nichts vor ihm verborgen ist. Eigentlich weiß er schon alles, was dir eigentlich auf der Seele liegt, aber er hört dir trotzdem nochmal zu. Und ja, das finde ich so toll daran. Und das ist auch so, es geht manchmal auch so im Alltag unter, dieses Beten, was ja eigentlich so toll ist, wenn du gerade das Gefühl hast, du kannst mit niemandem über diese eine Sache sprechen, dann kannst du es definitiv mit Gott. Für mich ist das Gebet wie ein Gespräch mit Gott. Gefühlt ist es einseitig, weil meist das Gefühl rüberkommt, dass nur einer spricht. Ich kann ihn lobpreisen in schönen Situationen, ich kann aber auch mein tiefstes Inneres vor ihm zeigen und in schlechten Situationen mich mit ihm streiten. Was mich häufig beschäftigt hat oder lange auch, ist, dass ein Gebet gefühlt nicht erfüllt wird. Irgendwann kam mir dann der Vergleich, dass ein Gebet sich eher anfühlt wie das Gespräch, was ich erwähnt habe, und nicht wie eine Bestellung, wo man das geliefert bekommt, was man gern hätte. Thank you.
In dem zuletzt zitierten Bibelwort hieß es, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe heißt in dem Moment nichts anderes, als sein Heil annehmen zu können. Dass er uns schenkt aus seiner Liebe heraus, aus dem Angebot seiner Gnade. Er gibt uns seine Verheißungen, bei uns zu sein, bis an der Weltende, täglich mit dir, liebe Seele. Er gibt uns die Verheißung, wiederzukommen, um uns zu sich zu nehmen als seine Kinder. Alle, die an ihn glauben, die auf ihn schauen, für manche nicht greifbar. Aber indem wir als seine Kinder offenbar werden, geben wir ein Beispiel und sind vielleicht der Impuls, Mut zu fassen, diese geistliche Speise doch einmal zu probieren. Und ich darf dieses Bild wieder verwenden, an seinem geistlichen Buffet nicht vorbeizugehen. Vielleicht auch das andere, ein oder andere zu testen, was man bisher nicht in Anspruch genommen hat. Vielleicht da und dort in seinem Umfeld in eine Gemeinde einzukehren, eine christliche Gemeinde, um Begegnung mit dem Glauben, mit Jesus Christus zu haben. Es wäre schön, wenn man den Mut dazu findet. Und wenn wir auch persönlich immer mehr den Mut fassen, uns dem Wesen Jesu zu nähern, dass wir eben erfahren, wenn wir zu ihm kommen, dass er uns mühseliger, die wir Mühe haben, selig zu werden, die wir beladen sind, dass er uns erquickt, dass er uns aufbaut, dass er uns stärkt. Vielleicht nicht immer in dem Zeitfenster, wie wir es uns wünschen, aber so, wie es uns dienlich ist und uns gut tut in seinem Sinn. Dann können wir wohl am Ende in die Worte einstimmen, die wir im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 lesen. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Am Anfang habe ich einen Psalm zitiert. Ich möchte mit einem Psalmwort enden, den kürzesten, dem 117., wo es heißt, lobet den Herrn, alle Heiden, preiset ihn alle Völker, denn seine Gnade und Wahrheit waltet über uns in Ewigkeit. Halleluja. Das mag die Stimmung sein, die uns vielleicht erfüllen kann, wenn wir an seinem Tisch Platz genommen haben, von seiner Speise genossen haben, seine Liebe in Anspruch genommen haben und erkannt haben. Unsere Andacht wird mit dem Unser Vater enden und ausklingen mit dem Lied Meine Zeit steht in deinen Händen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.